Hallo, mein Name ist Alexander Schmitz. Ich sitze hier im Two-Step-Studio und ich zeige euch, wie man schnell und einfach in Studio One S-Laute und zu laute Atma auf die richtige Lautstärke anpasst. Wir sahen uns sicherlich alle schon mal mit dem Problem konfrontiert, dass wir Vocals aufgenommen haben und angefangen haben, diese zu bearbeiten. Und an sich klang es sehr fett. Aber spätestens an dem Punkt, wo man angefangen hat, die Vocals zu komprimieren, kamen alle möglichen Atma plötzlich super laut rüber. Viel zu störend, viel zu penetrant. Und dafür gibt es in Studio One einen kleinen Workflow. Dieser Workflow beinhaltet ein kleines Makro, was ich erstellt habe. Das zeige ich euch jetzt einmal. Hier sind insgesamt drei Arbeitsschritte drin. Zum einen, dass vor und hinter der Auswahl geschnitten wird. Dann die Auswahl selber um 7 Dezibel reduziert wird. Und zu guter Letzt werden Crossfades erstellt, falls vorher oder hinterher noch Events sind. So, dieses Makro habe ich mir einfachheitshalber auf mein iPad gelegt. Und jetzt hören wir mal ganz kurz in den ganzen Song rein, bevor wir uns die Atma im Einzelnen nochmal anhören. Sie wird nie verlieren, sie hat das Gewinnen im Blut, denn sie ist von Grund auf gut, hast du Ehre, zieh den Hut. Du schenkst mir so viel Kraft, so viel Mut, mit dir überstehe ich jede Flut, meine Dankbarkeit so groß wie die Hitze jener Glut. Hier haben wir insgesamt 5 Atma, die mich jetzt spontan stören würden. Und deswegen schalte ich jetzt mal kurz die Vocals auf Solo. Und wir hören nochmal rein bis zum ersten Atma. Und fangen an, diese dann mal mit dem Makro zu editieren. Sie wird nie verlieren, sie hat das Gewinnen im Blut. Denn sie ist von Grund auf gut, hast du Ehre, zieh den Hut. Dann haben wir hier auch schon den ersten Atma. Du schenkst. Der ist noch nicht ganz dramatisch, aber trotzdem später im Mix sehr störend. Deswegen markieren wir diesen Bereich. Und durch das Makro, was ich jetzt auswähle, sieht man, es wurde geschnitten. Der Clip wurde um 7 Dezibel abgesenkt und es wurden Crossfades erzeugt. Hören wir mal kurz drüber. Ehre, zieh den Hut, du schenkst. Ist angenehmer. Mal kurz im AB-Vergleich. Ehre, zieh den Hut, du schenkst mir so. Wesentlich besser. Jetzt mache ich nochmal schnell die Crossfades neu, die jetzt weggekommen sind. Und wir hören weiter bis zum nächsten Atma. Du schenkst mir so viel Kraft, so viel Mut mit dir. Ja, den wollen wir auch nochmal schnell leiser machen, also auswählen. Und das Makro schneidet und reduziert die Lautstärke und setzt Crossfades. Hören wir weiter. Mit dir und noch einer. Und jetzt kommen noch 2 Stück. Überstehe ich jede Flut, meine Dank. Hier wieder auswählen, Makro und weiter. Meine Dankbarkeit so groß wie die Hitze. Und ein letzter Atma. Machen wir den weg. Und schon sind wir schon fertig mit diesen ja, drei Takten, die wir editiert haben. Auf dem ganzen Song gesehen geht sowas sehr, sehr schnell. Hören wir mal ganz kurz rein, wie es jetzt im Ganzen klingt. Blut, denn sie ist von Grund auf gut. Hast du Ehre, zieh den Hut. Du schenkst mir so viel Kraft, so viel Mut. Mit dir überstehe ich jede Flut. Meine Dankbarkeit so groß wie die Hitze jener Glut. Man hört sofort, diese Atma sind wesentlich weiter im Hintergrund und stören nicht mehr ganz so stark. Diese Methode lässt sich natürlich nicht nur auf Atma anwenden, sondern auch auf S-Laute, auf P-Laute und auch auf alle Störgeräusche, die zwar elementar sind, um den Mix lebendig und natürlich zu gestalten, aber durch die normalen Aufnahmebedingungen zu krass rüberkommen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like gibt, mich abonniert oder mich auf Facebook besucht. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen.